Wie gut läuft Terrascape nach 6 Monaten im Early Access? Das werden wir uns heute anschauen und damit herzlich willkommen hier bei Cloudplay, eurem Kanal rund um das Thema Cloud Gaming. Ja, ihr seht's schon, wir spielen hier Terrascape auf GeForce Now in der Cloud. Wir haben ja eine GeForce RTX 4080 in EU Central bekommen. Das Ganze wird mit 120 Frames per Second laufen und ich erwarte hier auch keinerlei großen Performance-Einbußen. Von daher springen wir doch gleich in unseren Second Look. Ja, vorab, falls euch das Ganze gefällt, lasst doch gerne einen Daumen oder ein Abo da. Das würde uns sehr weiterhelfen. Oder merkt euch die nächste Cloudplay-Show vor, denn da werden die Entwickler von Terrascape, die Bitfall Studios aus Deutschland, bei uns zu Gast sein. Und da könnt ihr alle Fragen, die ihr zum Spiel habt, gerne loswerden oder auch einfach mal erleben, wie so ein Dev-Team, ein Indie-Dev-Team hinter einem deutschen Aufbaustrategiespiel, wie die so drauf sind und was die so vorhaben. Aber jetzt werfen wir zunächst mal einen Blick in die Einstellung. Sprache Deutsch, Edge Scrolling könnt ihr hier aktivieren oder deaktivieren, je nachdem, ob ihr dann mit der Maus eure Karte auch verschieben wollt. Maus aufs Fenster besprengen, automatisches Speichern und Tutorial anzeigen. Audio, keine großen Überraschungen. Da könnt ihr im Prinzip eure Spiel-, Musik- und Effektlautstärke einstellen. Unter Grafik wird es schon spannender. Wir spielen ja mit 1440p auf hohen Qualitätseinstellungen. Anti-Aliasing ist jetzt neu dazu gekommen. Könnt ihr verschiedene Einstellungen ausprobieren. Ziel FPS, aber hier Wolken und Wolkenschatten. Ein neues Feature, um das Ganze ein bisschen immersiver zu gestalten. Und auch bei den Steuerungen nichts Interessantes, bis hier unten auf Raster, Ressourcen und bebaubare Felder anzeigen. Das schauen wir uns gleich im Spiel an. Ja, es sind ja seit dem Early Access Start im April ein paar neue Updates hinzugekommen. Das Foundation Update, das Summer und jetzt auch das Meta Update. Und ohne jetzt genau auseinander zu puzzeln, was dann bei den einzelnen Updates dazugekommen ist, werden wir einfach mal so einen Rundumschlag heute machen und uns anschauen, was uns alles Neues auffällt. Und da ist vor allem hier im Menü auch auffällig, steht auch neu dran, das Profil. Das heißt, ihr habt jetzt hier ein Profil, bei dem ihr, wenn ihr verschiedene Meilensteine erreicht, euch Titel geben könnt. Ne, sowas wie Wolkenjäger, Himmelsfahrer, Jarl, Waldläufer und so weiter und so fort. Ihr euch auch Flaggen begeben könnt. Die könnt ihr euch auch selbst gestalten. Ne, machen wir mal gleich so eine rote Flagge mit einem Muster drauf. So, vielleicht irgendwas, was so ein bisschen wie Cloudplay aussieht. Ja, einen Kreis haben wir noch nicht, schade. Aber ihr seht schon, ihr könnt euch hier quasi ein paar Sachen freischalten. So. Oder auch einzelne Achievements, also In-Game-Achievements habt ihr hier auch. Je nachdem, ob ihr hier Gebäude abreißt, Gebäude verschmelzt oder verschiedene andere Sachen erfüllt. Also ist schon mal eine ganz tolle Sache, so eine kleine Gamification, Game im Game. Dann unter Einzelspieler sehen wir jetzt sozusagen 3 Auswahlmöglichkeiten. Das sind zum einen der Königreich-Modus. Das ist wirklich so ein klassischer freier Spielmodus, wo ihr euch verschiedene Terra-Größen auswählen könnt und dann noch 3 verschiedene Schwierigkeitsgraden habt, ne? Normal, fortgeschritten und schwer. Hier auf der rechten Seite sieht man auch jeweils euer Highscore. Das heißt, ihr seht, ich habe hier schon mal eine kleine Terra vorab gespielt. Ihr seht, welche Decks ihr zur Auswahl habt. Das sind jetzt momentan alle, die es hier gibt. Aber wenn wir zum Beispiel in die Szenarien gehen, sehen wir schon, dass nicht immer alle Decks vorhanden sind. Hier beim feinen Flachland sehen wir zum Beispiel, dass nur 3 Decks vorhanden sind. Und hier beim Anspruchsfondaltal wären es denn schon 4 und so weiter und so fort. Und das ist auch schon der Hauptunterschied zwischen den Szenarien und dem freien Spiel. Hier gibt es quasi ganz bestimmte vorgegebene Szenarien, bei denen ihr unterschiedliche Decks und unterschiedliche Profile
auswählen müsst und dann euch im Prinzip darunter schlagen könnt. So, und dann gibt es auch noch die sogenannten Puzzle-Terras. Das ist quasi eine Art, auf der einen Seite Puzzlespiel, auf der anderen Seite aber auch Tutorial für das Spiel. Und leider wurden diese mit einem der letzten Updates wieder auf null zurückgesetzt. Ich hatte die eigentlich alle schon gespielt, aber umso besser, dann können wir gleich nochmal eins davon uns anschauen. Und schauen, was da auf uns zukommt. Ich würde euch auch empfehlen, diese Puzzle-Terras zumindest mal anzuspielen, weil die am Anfang doch ganz gut als Tutorial dienen und euch so ein bisschen erklären, wie das Spiel funktioniert und worauf ihr achten müsst. Herausforderung: In diesem Modus beginnst du mit einer limitierten Gebäudeauswahl. Verwende sie weise, denn du wirst keine weiteren erhalten. Alles klar. So, Aufgaben meistern. Um eine Herausforderungskarte abzuschließen, musst du mindestens die Bronzemedaille erreichen. Danach kannst du dich an der Silber- oder sogar der Goldmedaille also versuchen. Viel Erfolg. Alles klar. So, dann starten wir doch mal. Was ist unsere Herausforderung? Also wir haben ja Holzfäller. Manch einer findet den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hoffentlich gehörst du nicht dazu. Finde die optimale Platzierung der Holzfäller raus. Also wir müssen 6 Holzfäller platzieren. Und diese möglichst so platzieren, dass wir hier mindestens auf den Bronzerang bekommen, also 140 Punkte. Dazu wählen wir unseren Holzfäller aus und wir sehen hier schon, dieser Holzfäller erhält Punkte von anliegenden Wäldern, nämlich 5 Punkte, und er bekommt Punktabzieb von dem angrenzenden Holzfäller. Und dann sehen wir schon, je nachdem, wo wir denn hinpflanzen, würde es hier halt verschiedene Punkte geben. Ne? Hier 30 Punkte, weil jeweils von dem angrenzenden Wald er 5 Punkte bekommt. Wenn ich ihn jetzt nur hier hinsetzen würde, hat er nur 3 angrenzende Wälder, deshalb nur 15 Punkte. Aber deshalb setzen wir ihn mal hier hin. Da haben wir schon die ersten 30 Punkte gewonnen. Und wenn wir jetzt unseren zweiten Holzfäller platzieren, würde er im Prinzip in direkter Nachbarschaft hier Minuspunkte bekommen, 20 Punkte Abzug, weil er zu nah an dem anderen Holzfäller ist. Die würden sich sozusagen gegenseitig ihre Ressourcen klauen. Und deshalb platzieren wir den einfach mal hier hin, weil er hier auch 30 Punkte bekommt. So. Und dementsprechend können wir jetzt hier vorfahren. 30 und damit haben wir schon die erste Herausforderung abgeschlossen mit maximaler Punktzahl 180 von 180 und sind auf der Erfahrungsleiste auch wieder ein bisschen hochgeklettert. Sehr schön. Dann gehen wir mal auf die nächste Herausforderung. Astreine Arbeit. Nicht so einfach, wie es aussieht. Finde die beste Platzierung für Sägewerke. Du kannst sie nicht einfach so hinbrettern. Okay, also wir sehen schon, wir haben jetzt wieder Holzfäller und Sägewerke. 4 Holzfäller zur Auswahl. Die funktionieren so, wie wir es eben gesehen haben. Aber wir haben auch 2 Sägewerke. Und die Sägewerke haben jetzt im Unterschied zu den Holzfällern eine Reichweite von 2. Na, ihr seht das schon, eine etwas größere Reichweite. Und sie bekommen Zusatzpunkte durch Holzfäller. Punktabzug durch Sägewerke. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen taktisch vorgehen und zuerst unsere Holzfäller platzieren und danach die Sägewerke so rumplatzieren, dass die möglichst viele Punkte generieren. Also fangen wir mal an. Holzfäller 30, hört sich gut an. Und auch hier können wir nochmal 30 generieren. Und jetzt geht es halt um die Sägemerke. Ah ja, wir haben auch ein Waldmeister-Achievement bekommen. Sehr schön. So, und jetzt müssen wir ein bisschen überlegen. Also, wo könnte denn ein Sägewerk stehen, dass es möglichst viel bekommt? Hier wäre es mit 58 und hier wäre es mit 56. Das sind jetzt auf den ersten Blick recht hohe Werte. Zwar keine Goldwerte mehr, aber immerhin die höchsten, die ich hier so sehen kann. Probieren wir es mal aus. 1 Sägewerk, 2 Sägewerk und tatsächlich 234 von 230. Wir haben sogar auch die maximal mögliche Punktzahl gesprengt und haben damit diese Herausforderung auch abgeschlossen. Und ihr seht schon, so wird euch Stück für Stück im Prinzip zum einen das Spiel erklärt, indem ihr erstmal mit den Basisgebäuden beginnt, ihr auch ein bisschen schauen müsst, wie ihr das strategisch am besten platziert, und zum anderen könnt ihr im Prinzip an diesen Puzzle-Terras dann langsam mehr und mehr davon freischalten. So, was haben wir denn jetzt? Jetzt sind wir jetzt sogar Level 1. Was haben wir dadurch freigeschaltet? Sehr spannend. Bei Level 2 schalten wir wohl neue Sachen frei für unser Banner. Und hier war, glaube ich, auch irgendwas schon. Waldmeister 1, habe ich da vorhin gesehen. Ah ja, Waldmeister ist jetzt auf Stufe 1.
Sobald man Punkte mit dem Forstwirtschaftsdeck generiert, wird das hier hochgelevelt und bei der nächsten Stufe bekommen wir 500 Terra-Points und, wie es aussieht, unterschiedliche Skins oder unterschiedliche Sachen. Ist ja sehr spannend, was es hier gibt. Würde mich mal interessieren, wie das dann im Spiel aussieht. Na gut, aber jetzt wollen wir doch nochmal schnell einen schnellen Blick auf den freien Spielmodus werfen. Dafür nehmen wir uns mal so eine fortgeschrittene Terra hier mit allen Decks, die es zur Verfügung gibt. Und hier auch eine tolle Sache, ihr könnt sozusagen ein Terra-Seed angeben. Das heißt, die Maps sind ja artifiziell prozedural generiert. Und das könnt ihr entweder mit einem Zufallsseed machen, ne? Oder ihr nehmt ein Seed namens Cloudplay. Dann könnt ihr 1:1 die Map nachspielen, die ich jetzt hier spiele und schauen, ob ihr meinen Highscore brechen könnt. Also, los geht's. So, und da wären wir auch schon. Und ein Spiel beginnt immer auf die gleiche Art und Weise. Ihr müsst euren Burgfried irgendwo hinsetzen, ne? Ihr seht, das ist die einzige Auswahlmöglichkeit, die wir haben am Anfang. Und den setzen wir möglichst dahin, wo wir ein bisschen Platz haben, um Gebäude drumherum zu bauen. Jetzt sieht es hier alles schon sehr eng aus. Hier sind Wälder. Hier ist es auch eher suboptimal. Ja, ich fürchte, da müssen wir einen Kompromiss eingehen und sagen, okay, wir machen jetzt mal hier unsere Siedlungsbereiche hin und hier links unten dann unseren Forstwirtschaftsbereich. Dann kommen die sich auch möglichst wenig in die Quere. So, setzen wir es mal dahin. Da ist unser Burgfried. Und er kann jetzt sozusagen auch direkt auf Stufe 1 ausgebaut werden, indem wir hier raufklicken. Und da sehen wir auch schon die erste große Änderung im Vergleich zum Early Access Start. Damals wurden einem die Decks vorgegeben. Jetzt können wir es uns aussuchen, wo wir sozusagen zunächst Progress machen. Also wir haben ja 4 Decks zur Auswahl. Forstwirtschaft, Dorf, Nahrung und Getränke. Und je nachdem, was wir jetzt auswählen, können wir dann auch erstmal nur in dem Deck uns Gebäude ziehen. Ne, hier sehen wir es. Forstwirtschaft profitiert vor allem von Gras, Wald und Wild. Dorf von Gras, Strand, Wald, Fluss, Meer und See. Nahrung natürlich von Gras, Fels, Strand, Fluss, See und Meer. Und die Getränke von Gras, Fels, Strand, Fluss, See, Wald und Berg. Gut, wir bleiben mal im Forstwirtschaftsmodus, den haben wir ja schon kennengelernt. Und sehen jetzt auch, wir haben ein Deck-Auswahlslot zur Verfügung. Und das Forstwirtschaftsdeck hier oben, sehen wir, das hat momentan ein von 4 möglichen Gebäude freigeschaltet, nämlich den besagten Holzfäller. So, das Deck können wir jetzt also auch hier ziehen, hier rechts unten. Ne? Wir haben ein Deck zur Auswahl, wir haben ein Deck, was wir vorhanden haben. Forstwirtschaft ist jetzt nicht so groß die Auswahl und wir haben eine mögliche Gebäudekarte, den Holzfäller. Den kennen wir ja schon und deshalb setzen wir den einfach mal hier ein bisschen strategisch klug hin, sodass der möglichst viele Bäume um sich herum hat. Da hat er 30. Und wir sehen auch schon, wir haben das Forst-Level-Deck jetzt aufgelevelt. Wir haben eine weitere Gebäude zur Auswahl, den Förster. Und den bekommen wir immer dann, wenn wir hier neue Decks ziehen. Aber um das neue Deck ziehen zu können, müssen wir noch 4 Punkte bekommen. Das schaffen wir natürlich locker mit dem zweiten Holzfäller. Mal schauen, wo wir den hinsetzen. Na, hier wird es schon eng. Hier wird es schon eng. 20 Punkte sieht ganz gut aus. Nicht zu weit weg von dem anderen. Setzen wir mal hier hin, oder? So. So, jetzt haben wir wieder ein zusätzliches Deck unser Spiel, was wir ziehen können. Forstwirtschaft. Und hier sehen wir, okay, jetzt haben wir nicht nur den Holzfäller, sondern auch den Förster. Und der Förster ist schon ein ganz interessantes Gebäude. Der kann nämlich Wald aufforsten, nämlich den sogenannten königlichen Wald. Also wenn wir den jetzt hier irgendwo hinsetzen, dann sieht man, der bekommt Zusatzpunkte natürlich von Wäldern, aber auch von angrenzenden Förstern. Deshalb kann ich jetzt hier den mal so ein bisschen sich ausbreiten lassen. Hier noch einen Holzfäller hinsetzen. Ja. Noch eine Forstwirtschaft. Und jetzt setzen wir hier mal so ein bisschen ins Niemalsland den Wald rein. Das bringt jetzt erstmal nicht so viele Punkte. Oh, der bringt viele, 26. Aber was dadurch passiert ist, ne, der wird jetzt hier Wald anpflanzen und ein zusätzlicher Holzfäller bekommt jetzt, wenn er hier stehen würde, noch mehr Punkte durch diese angrenzenden Wälder. Das heißt, ihr habt quasi die Möglichkeit auch, ja, machen wir es nochmal hier als Beispiel, noch Wälder zu pflanzen und dadurch euren Holzfäller effektiver zu machen. Okay, hat jetzt nicht so geklappt, weil hier ein Holzfäller in der Nähe ist. Ah, okay, den müssen wir nochmal abreißen.
Das ist auch ein schönes Feature. Es gibt jetzt einen Zurück-Button. Da könnt ihr sozusagen eure letzte Platzierung immer noch rückgängig machen. Der war ja sehr gewünscht, dieser Button. Da ist er jetzt. So, dann setzen wir jetzt mal noch hier einen hin. Und was jetzt auch passiert ist, ist ein neues, ein neuer Gebäudekomplex. Der passiert immer, wenn ihr vier Gebäude in so einer Rautenform anordnet. In dem Fall, wenn ihr hier vier Förster anordnet, entsteht ein königlicher Wald. Den seht ihr jetzt hier. Schön. So, machen wir weiter. Förster. Förster, und jetzt ist das, was ich am Anfang euch zeigen wollte. Wenn ihr jetzt hier einen Holzfäller reinsetzt, seht ihr, dass ihr sozusagen auch von den neu angesiedelten Bäumen profitieren könnt. So, da haben wir's. Und jetzt haben wir das Deck sozusagen noch weiter gelevelt. Jetzt können wir schon eine Jagdhütte bauen. Die besorgen wir uns doch auch gleich mal, die Jagdhütte. Und diese Jagdhütte profitiert nun vor allem von königlichen Wäldern und Wild. So, und da kommen wir jetzt zu einem neuen Feature, nämlich ihr sitzt hier links unten. Man könnt euch verschiedene Overlays jetzt auch auf die Karte legen. Ne? Ihr könnt euch sowohl das Raster an- und ausmachen, das hilft so ein bisschen zur Orientierung, was ihr denn, wo ihr denn bauen könnt. Ihr könnt euch aber auch die Ressourcen anzeigen und da seht ihr jetzt hier diese kleinen Wildressourcen. Ne? Da ist eins, da ist eins, da ist eins. Und das hilft euch jedenfalls ein bisschen grob zur Orientierung, wo ihr dann am besten eure Jagd hinbaut. Hier seht ihr, haben wir 52 Punkte, das ist schon ganz ordentlich. So, und wie gesagt, man kann gleich mal schauen, ne? Hier sind Fische in den Seen enthalten, hier sind Wälder, hier in den Gebirgen gibt es Erz und Steine zum Abbauen oder, ja, was haben wir noch? Das waren, glaube ich, erstmal alle, ne, die ich hier so sehe. Sehr schön. Also, tolles Feature, aber was auch ein tolles Feature ist, ist hier unten der Zeige und Verstecke bebaubare Felder. Dann bekommt ihr nämlich eine Auswahl, was überhaupt noch alles frei ist zum Bebauen. Ihr seht hier, in den Wäldern haben wir schon ordentlich Holzfäller und Förster angesetzt. Deshalb sind die nicht mehr bebaubar. Also ich kann jetzt hier keinen Holzfäller auf ein anderes Gebäude draufsetzen. Dazu müsste ich das erst abreißen. Aber ihr seht im Prinzip hier überall, wo so ein Haussymbol ist, da können noch Sachen gebaut werden. So, wir lassen mal dieses Grid an. Und haben jetzt auch eine zweite Siedlungsstufe erreicht. Das heißt, unser Burgfried kann jetzt aufgewertet werden. Und wir bekommen ein zusätzliches Deck. Da wählen wir mal das Dorfdeck aus. Hütten sind jetzt verfügbar, sehr schön. Und dadurch können wir dann einzelne Hütten bauen. Die Hütten profitieren vor allem von Gras und Strand. Und von der Nähe zu Langhäusern, dem Meeren, Seen, Flüssen und anderen Hütten. Das sehen wir jetzt hier auch, ne? Wenn wir die Hütte hier hinsetzen, würde es hier schon 17 Punkte geben, weil es im Prinzip von diesem kleinen See profitiert und auch von den Wäldern, die um es herum, die sich um die Hütte herum befinden. So, dann bauen wir hier mal weiter. 17, 17. Oh, wir haben einen weiteren Meilenstein erreicht. Unsere Ortschaft ist auf Stufe 1, das sehen wir hier. Interessant. 480 Punkte erreicht. Und bei 1360 würden wir die Ortschaft 2 dann erreichen. Ihr könnt auch jederzeit hier auf eure Auswertung schauen, wo ihr gerade seid, wie lange ihr gespielt habt. Die Burgfriedstufe haben wir jetzt schon auf Level 2 von 6. Wie viele Gebäude ihr gebaut habt, wie viele Gebäudewertung ihr erreicht habt. Das sind immer diese Punkte, die da übergeblendet wird. Also wir haben 12 auf Gold, 6 auf Silber, im Durchschnitt 21,9, am meisten Forstwirtschaft und so weiter und so fort. Also für die Statistik, Freunde, ist ja auch genug gegeben. So, jetzt bauen wir mal unsere Hütten weiter und genauso wie wir das vorhin mit den Förstern gesehen haben, werden auch vier Hütten zu einem neuen kombinierten Gebäude, dem Langhaus. Und das sehen wir jetzt hier. Ja, wie es ja ein richtig schöner Wikinger-Manier steht. Und schaut mal, was da unterwegs ist. Es wurde ja so oft sich gewünscht von der Community, dass die Welt nicht nur so tot und leer vor sich hin siedelt, sondern dass man auch so einen kleinen Wuselfaktor hat. Und das wurde jetzt eingebaut. Ne? Ihr seht hier so ein paar Siedler, die herumlaufen, die ihren täglichen Arbeiten nachgehen. Ich glaube, im Wald sehen wir das auch, dass da die Förster die Bäume pflanzen und die Holzfäller die ganzen wieder absägen. Also für diejenigen, die sich hier einfach mal zurücklehnen wollen und so ein bisschen schauen wollen, wie sieht das Ganze aus, dem sei jetzt hier auch der Wuselfaktor gegeben. Da sehen wir ihn, ne? Wie er da langläuft. Toll. Also super, dass die Devs da auch auf die Community hören und dementsprechend neue Features einbauen. Und wir machen jetzt hier mal weiter mit unserer Siedlung. Wir bauen hier mal mehr Hütten hin.
So, wo können wir die am besten hinsiedeln? Hier, 20 Punkte, sehr schön. Und wir haben jetzt auch einen Dorfplatz zur Verfügung. Den schauen wir uns gleich mal an. Dorfplätze profitieren von Langhäusern und Hitten. Und sie erhalten aber Abzüge auf andere Dorfplätze und Strände. Also müssen wir mal schauen, wie wir möglichst hier, vielleicht hier ganz intelligent den hinsetzen, falls wir hier noch ein paar Gebäude rumsetzen. So, das machen wir auch gleich mal. So, 14, 14, 14. Ja, neues Langhaus. Dann vielleicht hier noch eine Hütte hin. Und dann können wir ja da in die Mitte den Dorfplatz gleich setzen. Also 17, 20, sehr schön. 14 und 11. Und jetzt setzen wir hier den Dorfplatz in die Mitte. Und dadurch würden wir dann schon 30 Punkte bekommen. Sehr gut. Ja, eine andere Sache, die ihr schon gesehen habt. Sobald ihr so ein Langhaus fertigstellt, bekommt ihr eine Belohnungskarte, nämlich die Abrisskarte. Das heißt, ihr könnt nicht beliebig Gebäude abreißen, sondern müsst dafür diese Langhäuser kombinieren. Und dann könnt ihr auch sagen, hey, ich reiße jetzt mal den Dorfplatz ab. Das würde mir jetzt 10 Minuspunkte geben. Wir machen es aber auch mal. Jetzt ist er weg und jetzt ist das Feld auch wieder bebaubar. Das sehen wir jetzt hiermit, ne? Und jetzt könnt ihr sozusagen wieder einen neuen Dorfplatz da reinsetzen. Oder irgendwas anderes. Später mal eine Kapelle oder einen Marktplatz. Je nachdem, was euch dann mehr Punkte geben würde. So, sehr schön. Ja, ich finde es auch ganz toll, wie sich hier prozedural diese Siedlung oder auch die verschiedenen Wirtschaftsgebäude nach und nach anbauen und wie sie sozusagen ganz interaktiv die Welt erweitern und jetzt auch hier diese Siedlungsfläche. Also es sieht jetzt schon aus, als wenn das so ein bisschen gewollt ist, ne? Hier so eine kleine Treppe und so ein Gang, wie diese Ansiedlung der Gebäude. Also das ist ein ganz tolles Feature dieses Spiels, dass man nach und nach sozusagen immer besser erkennen kann, wie dann sozusagen seine besiedelte Welt aussieht. Aber jetzt bauen wir hier nochmal die vorhandenen Decks leer, die wir haben. Wir haben hier noch 4 Förster, 2 Holzfäller. Dazu blende ich jetzt auch mal ein, welche Sachen denn schon bebaut sind. Ah ja, hier haben wir noch Platz. So, dann setzen wir hier nochmal einen Holzfäller hin. Hier nochmal einen Holzfäller. Und die Förster kriegen wir auch nochmal irgendwo hier platziert. In der Mitte davon. Hier ist noch ein guter Platz. So, jetzt ist unsere Bar hier wieder ein bisschen aufgeräumter. Und wir bauen mal weiter an unserer Siedlung mit Hütten und Dorfplätzen. Ich glaube, wir können mal versuchen, hier wieder einen Dorfplatz reinzusetzen. Sehr schön. Und wir haben unsere nächste Burgfriedaufwertung freigeschaltet. Aber da kommt jetzt der Dorfplatz hin. Das heißt, wir werten unseren Burgfried auf und können uns jetzt überlegen, ob wir auf Nahrung, Fischfang, Getränke oder Städte gehen. Ich finde Fischfang eigentlich ganz nett. Dann können wir auch unsere Seen hier ein bisschen besser besiedeln. Wählen wir das mal aus. Und wir sehen auch, das Fischfang-Deck hat sich jetzt freigeschaltet und wir können momentan ein Fischerboot bauen. Hier auf der linken Seite seht ihr übrigens den Fortschritt in den verschiedenen Decks. Zeige ich das nochmal, wenn ich jetzt nochmal Fischfang auswähle und Fischerboote platziere, möglichst natürlich da, wo Fische sind. Und die Fischerboote profitieren von Wasser, Langhäusern interessanterweise, Flüssen, Fischen, Seen, Meeren und Hütten und sie nehmen Punktabzug von anderen Fischerbooten. Also wenn ich jetzt hier einen hinsetze, seht ihr das, ne? Der bekommt im Prinzip 4 Punkte von den Fischen und Seen, weitere 4 Punkte von den Seen und ganze 9 Punkte immerhin von dem Langhaus hier. Setzen wir ihn ruhig mal hier hin. Hier noch ein Fischerboot. Und vielleicht hier noch eins. Es gibt sogar 35 Punkte und ist damit Goldlevel. So, jetzt haben wir auch das nächste Level hier freigeschaltet. Die Fischreusen. Da sind sie. Die Fischreusen bekommen Punkte von Wasser, Langhäusern, anderen Fischerbooten, Holzfällern, Fischen, Flüssen, Seen, Meeren und Hütten. Und dann platzieren wir die mal hier so ein bisschen dazwischen. Oh, jetzt haben wir gar keinen zur Auswahl. Gut, dann müssen wir erstmal in unserem Dorf weiterbauen. Das eine Fischerboot setze ich mal noch hier hin, hier, wo es schön viel Fische gibt. Und jetzt ist das auch aufgeplappt, was ich euch zeigen wollte. Ihr seht hier im Prinzip bei jedem Deck, das ihr momentan verfügbar habt, den Fortschritt. Also beim Dorf, wenn ihr jetzt auf 320 Punkte kommt, dann würde sich da wieder die nächste Karte freispielen. Das können wir gleich mal simulieren.
Hier bei einem Forstwirtschafter sind es momentan ja so 2/3 und hier beim Fischer, beim Fischfang haben wir gerade erst angefangen. Da brauchen wir noch über 100 Punkte, um auf das nächste Level zu kommen. Aber schauen wir das mal an, was das heißt. Beim Dorf bauen wir hier noch ein paar Hütten hin. So, das ist leider nicht so ideal, aber manchmal muss man halt auch so Kompromisse eingehen. Hier ein Dorfplatz in die Mitte. Und jetzt ist genau das passiert, denn das Dorfdeck ist jetzt auf dem nächsten Level und wir haben wieder ein neues Gebäude, nämlich den Marktplatz. Und daher könnt ihr links immer sehen, wie weit ihr bei den unterschiedlichen Decks, die ihr zur Verfügung habt, denn seid. So, nehmen wir uns mal den Marktplatz heraus. Was kann der Marktplatz? Es ist zum einen ein 2er-Reichweite-Gebäude und es bekommt Punkte von Waldsiedlungen, Langhäusern, Dorfplätzen, Fischreusen, Fischerbooten, Jagdhütten und Hütten. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man den hier hinsetzen würde. Allerdings müssten wir zum einen unseren Dorfplatz abreißen und zum anderen kommt es dann doch nicht an die Fischerhütte daran. Von daher lasse ich den nochmal stehen und baue hier nochmal ein paar Hütten. So am besten, ne? So, und jetzt haben wir hier 2 Plätze. Einmal für einen Marktplatz. Oh, der ist aber gar nicht mal so gut. Warum ist der denn nur auf 20 Punkten? Der braucht Waldsiedlung, Langhäuser und Dorfplätze. Das heißt, wenn ich vielleicht erst noch einen anderen Dorfplatz setze, mit 30 Punkten, und dann meinen Marktplatz hier, naja, dann ist er mal auf 24. Ist jetzt immer noch nicht Gold, aber besser als nichts. Und wir sind jetzt auch bei Ortschafts auf Level auf Stufe 2. Und das nächste wäre dann Ortschaftsstufe 3. So, bauen wir mal weiter, was hier noch geht. Eine weitere Errungenschaft, sehr schön. Und ihr seht schon, so langsam wird der Platz halt eng. Viel ist nicht mehr machbar, das heißt, Platz ist durchaus eine wichtige Ressource, die ihr im Auge haben solltet. So, hier werde ich den Platz auch nochmal übrig lassen, um später noch Fischereien hier an die Ufer zu bauen. Dann breiten wir uns mal so langsam in die Richtung hier aus. Nichts davon ist jetzt verschmolzen. Hätte ich auch mal ein bisschen intelligenter bauen können. So. Und jetzt werde ich tatsächlich mal das Abreißen-Feature nutzen. Ah ja, hier würde es mich nur 0 Punkte kosten. Interessant, ne? Wenn wir den Dorfplatz abreißen, gibt es 10 Minuspunkte. Im Marktplatz schon 15, aber so ein einfaches Gebäude kostet mich noch 0. Und da werden wir hier den Dorfplatz mal reinplatzieren und noch ein paar Hütten drumherum setzen. Sehr schön. Und da haben wir auch schon das Dorfdeck komplett und können das Ganze jetzt noch mit einer Kapelle krönen am Ende. Die Kapelle hat eine Reichweite von 3, sind also sehr viel Reichweite in Anspruch. Ne, ihr seht es hier. Und hat Bonuspunkte von Waldsiedlungen, Langhäusern, Marktplätzen, Dorfplätzen und Hütten. Wow. So, kriegen wir die annähernd irgendwo auf Gold? Vielleicht am ehesten, wenn wir den Platz hier abreißen, oder? Dann hat sie einen relativ großen Einfluss auf alles, was wir hier so haben. Machen wir das doch mal. Reißen mal den Dorfplatz ab und bauen hier eine Kapelle hin. Ihr könnt auch mit Punkt und Komma das Ganze drehen, ne, für die Perfektionisten unter euch, sodass sozusagen das Aussehen auch dementsprechend eurer Siedler oder Siedlung perfektionieren könnt. So, da ist er, unsere Kapelle. So, dann schauen wir uns nochmal das Fischfangdeck ein bisschen genauer an. Da wollten wir hier noch ein bisschen, ach, haben wir schon wieder nicht zur Auswahl. Dorf. Na nun, kann ich nicht ein neues Deck auswählen? Interessant, doch jetzt, Fischfang. So, da wollten wir noch ein paar Fischerboote bauen. Ein paar Reusen. Kapitän 1. Sehr schön. Hier in der Forstwirtschaft können wir nochmal eine Jagdhütte platzieren. Wo ist Wild? Da haben wir Wild. Da haben wir auch Wild. 24 Punkte, 26 Punkte. Grenzt aber auch an unsere Stadt an.
Hier gibt es immerhin schon 30 Punkte. Nehmen wir den doch mal. So, hier breiten wir unsere Wälder mal mehr aus in die Region. Wobei wir natürlich auch hier schauen müssen, dass wir noch die Holzfäller zwischendrin platzieren. Also einfach nur wahllos Förster platzieren ist dann auch nicht so schlau. So. Fischfang. Fischerboote sind hier noch. Ist hier noch ein bisschen Platz. Und jetzt haben wir auch die Fischerei freigeschaltet. Sehr schön. Und die Fischerei profitiert von Stränden, Langhäusern, Marktplätzen, Fischerboote, Fischreusen, Fischen, Flüssen, Seen, Holzfäller, Hütten und Meeren. Also relativ vielen. Aber sie bekommt Punkt Abzug von anderen Fischereien. Und da müsst ihr dann quasi schon schauen, dass ihr die mit entsprechenden Abständen baut. Und hier seht ihr es jetzt schon, eine 61 Punkte, aber dann kann ich sozusagen da nichts mehr raufbauen, weil diese Fischerei dann die andere Fischerei blockieren würde. Aber 61 Punkte, die nehmen wir doch gerne mal mit. Hier seht ihr, jetzt würden ja 35 Minuspunkte entstehen, weil wir die andere Fischerei da zu nah rangebaut haben. So, hier nochmal 51. Und wir sind jetzt schon auf Burgfried Stufe Level 4. So, wir können jetzt Nahrung, Getränke, Städte, Steinbau oder Eisenindustrie weiterentwickeln, beziehungsweise uns die Decks freischalten. Und hier auch eine Neuerung, das ehemalige Minendeck, hieß es glaube ich, oder Bergbau, das ist jetzt aufgesplittet in zwei, zum einen den Steinbau, der von Felsen, Steinen und Bergen profitiert, als auch der Eisenindustrie, die von Felsen, Eisenbergen und Wäldern profitieren. So, ich schaue nochmal kurz auf die Karte, kann ich das hier auch mal kurz wegblenden, geht es? Ja, wie es aussieht, nicht. Also wir haben hier relativ viel Eisen, aber wir haben auch relativ viel Steine hier rumliegen. Hier ist Eisen. Hier ist Eisen. Wir machen mal zunächst den Steinbau. Ne? Stein kommt ja vor Eisen. So, wir haben jetzt auch einen zusätzlichen Deckauswahlslot hier. Also wir können jetzt aus drei verschiedenen Decks auswählen. Und dann schauen wir uns das neue Steindeck, Steinbaudeck mal an. So, hier ist ein Steinbruch. Er profitiert von Felsen, Steinen, Bergen. Und bekommt Punktabzug von anderen Steinbrüchen. So, Steine sind ja hier. Da bekommen wir gleich 55 Punkte. 45 Punkte. 65 Punkte. Sehr schön, das sieht gut aus. So, hier gibt es jetzt keine goldenen mehr, so wie ich das sehe. Doch, hier nochmal 65 Punkte. Prima. Dadurch haben wir jetzt die Transportstation freigeschaltet. Die profitiert von Waldsiedlungen, Steinbrüchen und Holzfällern und hat negative Auswirkungen auf andere Transportstationen. Ah ja. Also müssen wir möglichst versuchen, viele Steinbrüche hier reinzubekommen. Hier sind zum Beispiel schon mal 30. Und ja, hier werden jetzt 20, aber hier auch. Und da würden wir uns noch diesen Steinressource wegnehmen. Deshalb bastle ich sie immer hier hin. So, jetzt haben wir noch ein paar Steinbrüche zur Auswahl. Hier ist nicht so viel los. Ist auch ein tolles Feature, dass man jetzt wirklich die Ressourcen hier auf einen Blick sieht und schauen kann, wo lohnt es sich denn tendenziell eher und wo ist es vielleicht, wo sind vielleicht nur einzelne Ressourcen vorhanden. Es war ja vor dem Update eher so ein Ratespiel. So, hier kann noch ein Steinbruch hin. Ja, es sind jetzt alles keine Goldstationen mehr, aber ich verbaue mal die Karten, um dann wenigstens noch die Punkte da mitnehmen zu können. So, Fischerreusen. Können wir hier nicht erst noch Fischerboote generieren? Zuerst das Fischerboot setzen und dann die Reuse. Kann die Reuse noch von einem Fischerboot zusätzlich profitieren? Sehr gut. Und damit sind wir jetzt schon auf Ortschaft 3 gelandet. Ein weiterer Meilenstein. Ah, hier liegt sich jetzt alles gut im Weg. Auf der anderen Seite nehmen wir wenigstens noch die Silberpunkte mit, die es hier gibt. Jetzt können wir schon anfangen, den nächsten See hier zu erkunden mit unseren Booten.
39 Punkte, sehr schön. Und dadurch haben wir jetzt auch das Fischereideck komplettiert mit der Werft. Die gucken wir uns auch gleich mal an. Die Werft profitiert von Stränden, Fischzuchten, Waldsiedlung und Fischerbooten. Sehr spannend. Also wenn wir jetzt hier eine hinsetzen würden, würde sie 66 Punkte bekommen. Das ist uns durchaus eine Werft wert. So, wählen wir hier das Steinbaudeck. Dann können wir hier noch eine gute Transportstation hinbauen. Ja, ist alles nicht so... Ich glaube, das ist jetzt schon maximal erschöpft, was wir hier machen können. Wahrscheinlich ist der Steinbau jetzt nicht mehr so lukrativ für uns auf der Karte hier. Wir versuchen mal trotzdem noch unsere Karten loszuwerden mit einigermaßen profitablen Punkten. Und halten uns dann in Erinnerung, dass wir auf Steinbau nicht mehr allzu viel investieren müssen. Ja, ist schon schwer jetzt. Hier könnten wir noch eine mit 45 bauen. Das würde uns natürlich dann die Eisenvorkommen zerstören. Aber machen wir das mal der reinen Demonstrationszwecke halber. So. Jetzt haben wir auch ein Steinmetz zur Verfügung. Sehr schön. Dann warten wir nochmal mit der Transportstation. Vielleicht profitiert die ja auch von einem Steinmetz. Also hier ist der Steinmetz. Der enthält Punkte von Steinbrüchen, Transportstationen, Steinen und Bergen. Okay, also erst die Transportstation. Und nee, die Transportstation profitiert auch von dem Steinmetz um 10 Punkte und die auch um 10 Punkte. Also ist egal, in welcher Reihenfolge wir sie bauen. So, 60 Punkte hier. Transportstation, 30 Punkte hier. Nehmen wir das gerne mal so mit. So. Was haben wir denn hier noch? Wir haben ja noch Hütten, aber keinen Platz. Wir haben einen Marktplatz. Da werden wir erstmal die anderen Gebäude hier setzen, bevor wir den Marktplatz da reinsetzen. Fischerboote sind relativ straightforward. Fischerreusen. So, Steinbau werden wir jetzt erstmal nichts mehr ziehen, einfach deshalb, weil wir hier schon fast alles erschöpft haben. Wir werden nochmal versuchen, den Fischfang ein bisschen auszubauen. Ja, achso, ist ja eine Fischerei. Okay, hier Fischerei können wir vielleicht hier noch setzen. Ja, 63 Punkte, sehr schön. Fischreusen. Ah, das wird schon sehr knapp hier in unserem kleinen Teich. Jetzt müssen wir schon in dem weitermachen. Hier noch eine Werft. Ja, für die Werft bräuchten wir wahrscheinlich vorher noch eine Fischerei, die sich hier befindet. Punkte hört sich gut an. Da können wir noch mehr rausholen, oder? Aus der Werft. Ja, sie bleibt bei 35 Punkten stehen. Na gut, dann sollen sie bei 35 Punkten stehen bleiben. Ja, und auch so, wenn man zwischendurch einfach mal eine Minute innehält. Das Spiel hat ja keinerlei Zeitvorgaben. Und sich einfach mal so anschaut, was man hier alles gebaut hat. Ne? Wie die Leute hier herumwuseln. Das ist schon schön. Das ist schon einen sehr hohen Chill-Faktor. Toll. So, dann bauen wir den See hier mal auf. Voll mit Fischerbooten. 39 Punkte, sehr schön. Und unser Burgfried kann noch weiter ausgebaut werden. Das heißt, wir können jetzt Nahrung, Getränke, Städte oder Eisenindustrie weiterentwickeln. Wir nehmen mal das Städtedeck, auch wenn ja gar nicht mehr so viel Platz ist. Aber einfach mal, um es euch gezeigt zu haben. Mein Städtedeck gibt zunächst Häuser. Ne? Anstatt der Hütten gibt es jetzt Häuser. Die können wir profitieren von einer ganzen Menge Gras, Fels, Strand, Stadtbezirken, Steinmetzen, königlichen Wäldern, Bergen, Seen, Flüssen, Meeren, Häusern, Langhäusern, Dorfplätzen, Marktplätzen und Kapellen.
Und natürlich, damit ihr das nicht alles im Hinterkopf behalten müsst, reicht es auch einfach, wenn ihr über den Landschaften hovert, dann seht ihr, wo gute Plätze sind. Es gibt hier aber schon fast keinen Platz mehr, um das Ganze auf Gold zu bauen. In die Richtung vielleicht noch? Nee. Na gut, dann fangen wir mal hier an. Oh, das war jetzt wahrscheinlich gar nicht so toll, weil hier ein See in der Nähe ist. Dann machen wir es mal rückgängig. Nutzen wir mal die Rückgängig-Funktion. Ja, dann müssen wir vielleicht doch eher in die Richtung hier gehen, ne? So, bauen wir hier so ein paar spärliche Häuser hin. Und dann sehen wir, wenn wir die vier Häuser kombinieren, bekommen wir auch wieder einen Abriss und wir haben dann einen Stadtbezirk. Hier sehen wir im Prinzip alle schon entdeckten Gebäudekomplexe, die wir haben. Die Langhäuser aus vier Hütten, den königlichen Wald aus vier Forstgebäuden, die Stadtbezirke und eine ganze Menge, die noch unentdeckt sind. So, wir machen mal weiter mit Fischfang. Hier ist noch eine Werft, sehr schön. Können wir vielleicht noch ein Fischerboot vorhin platzieren? Geben jetzt zwar nicht so viele Punkte, aber dadurch wird die Werft halt nochmal verbessert. Und bekommen wir jetzt immerhin die Werft auf 62. So, Fischerreusen. So, eine Fischerei müsste jetzt hier ganz profitabel sein. Ja, 61 Punkte, super. Und dann können wir hier anfangen, Fischerboote in die Gewässer zu setzen. 35 Punkte, sehr schön. So, Dorf haben wir eigentlich schon genug. Forst, Steinbau auch. Dann bleibt eigentlich nur noch Forstwirtschaft übrig. Jagdhütten. Gibt es denn hier noch irgendwo Wild? Vereinzelt, aber nicht wirklich viel. Da haben wir 22. Hier oben vielleicht noch 24, 34. Ja, dann nehmen wir mal das hier, obwohl wir hier auch der Stadt so ein bisschen den Bauplatz dadurch nehmen würden. Dann wählen wir mal lieber noch was anderes, wenn wir es dann finden. Ja, nehmen wir mal hier die 24. Holzfäller und Förster. So, was können wir denn da noch bebauen? Also hier sind noch ein paar Plätze frei zum Bebauen. Wenn wir da den Förster reinsetzen, bauen wir mal hier zwei Wälder an. Und das Sägewerk ist verfügbar. Sehr schön. Dann gucken wir uns das auch nochmal an. Das Sägewerk. Es profitiert von Waldsiedlungen, Werften, Holzfällern, königlichen Wäldern, Wäldern und Förstern. Das heißt, wenn wir vielleicht hier noch... Oh, jetzt kommen wir so langsam auch ins Endgame, wie ich sehe. Denn natürlich braucht ihr immer Punkte, um neue Decks freizuschalten. Und momentan, seht ihr, das habe ich 40 von 172 Punkten. Das heißt, ich muss jetzt mit meinen vorhandenen Gebäuden, die ich hier habe, haushalten und hoffe, dass ich noch auf diese 172 Punkte bekomme. Denn nur dann gibt es neue Karten und neue Gebäude. Also, dann versuchen wir mal dahin zu kommen. Vielleicht erstmal mit den Straightforward-Sachen, Förstern und Holzfällern. Ja, das ist schon gar nicht so einfach. Sägewerk. Hier gibt es immerhin ein 36er Sägewerk, das nehmen wir mal so mit. Der Förster hat noch zu wenig Wälder. Wir können natürlich auch einfach mal hier weitermachen mit den Förstern und Holzfällern. Einer hin und dann müsste der Nanu, wir bekommen, achso, ist ja ein Steinbruch, dann müsste der jetzt, genau, dann müsste der wieder auf Gold sein. Und wir haben wieder ein Deck freigeschaltet, sehr schön. Stadt, Dorf und Steinbau, dann nehmen wir hier nochmal die Stadt. Da können wir hier noch ein bisschen was weiterbauen. Können wir mal überlegen, ob wir dann hier den Marktplatz hinsetzen und hier noch ein Gebäude drumherum setzen. Da haben wir jetzt auch ein weiteres Gebäude freigeschaltet. Den Garten kann ich euch jetzt noch nicht zeigen, weil ich immer noch nicht genug Punkte habe.
So, der Marktplatz wäre jetzt hier auf 24. Der Dorfplatz auf 15. Dann nehmen wir erstmal hier den Marktplatz und dann neben den Dorfplatz. Sehr schön. Hier vielleicht noch ein Dorfplatz am Strand. Und damit haben wir die Siedlung 1 erreicht. Ein weiterer Meilenstein. Sehr schön. Unser Burgfried müsste ja eigentlich mittlerweile auf Stufe 6 sein, oder? Auf Stufe 5. Ah ja, also Burgfried auf Stufe 5. Da gibt es noch eine weitere Ausbaustufe mit 6210 Punkten. Oh, aber ich befürchte, da werden wir schon fast nicht mehr hinkommen. So, hier der Garten nochmal. Der Garten profitiert von Gras, Fels, Stadtbezirken, königlichen Wäldern, Flüssen, Seen, Bergen und Beerenbüschen. Ah ja, dann wird sozusagen ein bisschen botanisch. Wir setzen ihn trotzdem einfach mal hier hin. Drei Häuser haben wir auch noch zur Verfügung. Die werden wir auch noch versuchen zu verbauen. Hier vielleicht nochmal in den Außengebieten. Ne, das gibt nur 5 Punkte. Und jetzt mittlerweile seht ihr auch, ist es wirklich sinnvoll, dass ihr dieses Overlay habt, um zu sehen, wo dann noch Sachen gebaut werden können und wo nicht. So, wir könnten jetzt hier noch, aber dann würden wir uns auch die Ressourcen, diese Eisenressourcen nehmen, aber jetzt nicht so dramatisch. Oh ja, jetzt sind uns auch die Decks mal wieder ausgegangen. Wir versuchen noch mal ein paar Fischreusen zu platzieren. Punkte, 5 Punkte, 14 Punkte, 11 Punkte. Ja, nehmen wir hier die 14 mal mit. Ein Steinbruch können wir auch noch setzen. Gibt es noch irgendwo ein einzelnes Steinelager, was wir nutzen können? Ja, ja, vielleicht hier 20 Punkte immerhin. Und jetzt geht's schon ins eingemachte Dorf, Fischfang, Forstwirtschaft. Also im Fischfang könnten wir hier eventuell noch werfen und Fische reinbauen. Deshalb will ich jetzt mal den Fischfang. Ein Fischerboot. Wo könnten wir denn die Fischerei hinsetzen? Hier. Das heißt, es wäre ganz gut, wenn wir hier noch ein Fischerboot hinsetzen. Fischerei 59 und jetzt haben wir noch 2 Fischreusen. Und ich fürchte, damit werden wir nicht mehr auf die 184 Punkte kommen. Wir können es ja mal kurz ausprobieren. 18, 15. Und damit sind wir dann durch. Siedlung 1 mit 4617 Punkte und wir sind immerhin auf Stufe 2 angekommen. Ja, würde mich mal interessieren, was ihr denn so erreicht für eine Stufe. Also wählt doch bitte mal den Seed Cloud Play auf der Karte und versucht das zu schlagen. Ist wahrscheinlich nicht so schwer, weil ich jetzt hier mehr auf Showcase gespielt habe, als wirklich auf dem Try-Hard-Modus. Hat aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht. So, wir wollen jetzt das nochmal ganz kurz zum Abschluss anschauen, was das denn bedeutet, wenn wir hier Stufe 2 sind. Ob wir da vielleicht irgendwelche Perks freigeschaltet haben. Ja. Sehr schön. Und damit haben wir jetzt ein neues Banner, Fragezeichen. Das hier, oder? Nee, das hier haben wir freigeschaltet. Okay, dann nutzen wir das doch gleich mal. Verzierung und Co. Bordüren. Sehr schön. Damit werden wir uns später beschäftigen. Da werde ich nochmal ein Cloudplay-Logo uns basteln. Findet ihr dann auch hier auf dem Kanal. So, das soll es gewesen sein mit unserem Second Look. Wie gesagt, falls ihr mal die Devs kennenlernt von Bitfall Studios, schaltet ein zu unserer Cloudplay Talkshow. Link packe ich euch in die Beschreibung oder auch hier ins Video, könnt ihr mal draufklicken. Da könnt ihr den Bitfall Studios alle möglichen Fragen stellen zu ihrem Spiel Terrascape.
Ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen, auch jetzt mal den Fortschritt so nach 6 Monaten zu sehen. Es sind doch relativ viele Änderungen ins Spiel gekommen. Mir gefällt sehr gut dieses Profil mit den unterschiedlichen Achievements, die man hier freischalten kann. Mir gefallen aber auch sehr die Quality of Life Improvements, das hexagonale Gitter, die Ressourcenansicht und vor allem die Bauansicht, damit man sehen kann, wo sind denn welche Ressourcen noch vorhanden und wo kann ich überhaupt noch Sachen bauen. Das war's von unserem Second Look. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Gaming in der Cloud genauso gefällt wie uns. Und damit sage ich Tschüss und denkt daran, the cloud will be with you always.